Weil das war ein Fehler. Weil ich mit diesem Weintraum unfassbar schmatze. So, ich bin letztes Mal gestorben. Welche Überraschung aber auch. Ja, hallo Quackenfeier. Wie es mir geht, auch ganz gut. Hab heute viel erreicht. Wie man das so macht. Maul! Das wird er wohl hoffentlich verstanden haben. Zum Natürlich sein. Herr Roxhut, wie immer da ist, sein Sohn kommt gerade vorbei, um mit ihm Minecraft zu spielen. Oder unterwegs zu sein. Oder was zu tun. Ein bisschen ja nicht mittlerweile mehr erst zusammen mit 12. Warte, ich glaube, ich renne mal kurz eben durch. Hau erstmal den. Kann ich ja nicht Schaden nehmen, wenn ich hier einduppe? Okay. Gut zu wissen. Haha! Weil ich glaube, hier bin ich beim letzten Mal. Habe ich die zweite Dings hier schon? Habe ich? Ja, enttäuschend. Na gut, dann brauche ich das irgendwo ja nicht. Dann brauche ich das irgendwie nicht. Was ich gerade sagen wollte, ich hau erstmal schnell den Kristallweisen um. Dann muss ich mich weniger mit dem rumärgern. Deswegen ist mir sehr schön, wie der wieder durch die Wand, einfach nur durch die Wand durchglitscht. Dann kann ich mich hier über den Rest hier in Ruhe erkunden und mir alles angucken. Das heißt, alles angucken. Aber irgendwo lag hier bestimmt noch was ich haben möchte. Maul! Aua! Oh, ich bin zu tot. Oh! Da kann die Burschen wegsteppen? Anscheinend. Aua! Update. The host has connected to the Hollowfield. Thank you very much, Mr. Doppelgänger. Der Lidschuppen ist jetzt nicht unbedingt, weil ich gesucht habe. Oh. Ach, hier war ja noch so ein komischer Auto. Habe ich jetzt Bock auf so einen? Nicht mit dem Schwert. Da brauchen wir auf jeden Fall das andere Schwert für. Kann man sich an den. Ich hau mal lieber noch mein Estus hinter, bevor ich hier. Wait, I had 9 views? Ja. See. Had a lot of views. You were popular today. Ah, popular. Goddammit. Kann man die Typen backsteppen? Aua, was? Ach, hier hat man die Rüstung hergekriegt. So war das. Populous more like. U-Bots confirmed. Na, yeah, well. I think times have changed. In the past, there were a lot more active shatters. War der ein Geräusch gemacht, der Typ? There were a lot more people that were actually active when they were watching streams or YouTube. And nowadays, everything is about just. Well, just idling and lurking. So many people are just in streams and never say a thing. I think that's really a trend that's going on. That no one actually wants to. Easy. Beepop error. Fail to connect to host to trying in 5 seconds. Should go never say the thing. See? Tons of people that never say something. And they even upfront with it. Meistens ja nicht mal anders. Ja, das mache ich ja auch. Ich habe auch öfter müssen. Oh. Ich hätte gerne das Schwert, was er da hat, oder? Was ist das? Kristall? Wie?
kriegen Kristallschwerter, die Typen? What? Bebop. Ist das etwa Köder? Aber für was denn? I had to cut my shit show for stream earlier, so I had to return my headset. Always have a replacement microphone. It really helps. I recently made. I recently changed my setup so that my one microphone is actually prone to failing sometimes. So I changed it that even if one of my microphones fails, I still have my backup microphone up and running, and it just works. So I can switch over to my other microphone. Anything bad happens. Ach, guck mal, hier liegt mein grünes Zeug. Wusste der hier oben, wo mein Zeug hatte? Die Reichweite von Großschwertern begeistert mich ja immer wieder. Hier schon? Also, ich war hier überall schon, aber meine, den Abschnitt hier, Ich würde hier noch was erkunden. Letztes Mal bin ich da übergestorben, weil ich irgendwas greifen wollte. Was war denn das? Was, die können Feuerbomben werfen? What? Aber hier ist bestimmt irgendwo so ein komischer. Eigentlich irgendwo so ein komischer Senfbottich hier. Hier bis ganz nach unten? Ja, da irgendwo noch ein Wander sein, ne? Last weekend I had to return the third coffee machine in 3 years. Also broke with the warranty. Within? Senfbot? Ja, so ein komischer Wachstroh. Ich würde gerne diesen Hebel da hinten ziehen, aber das ist irgendwie schwierig, wenn man da von irgendwelchen Nüsse in den Händen gegriffen wird. War denn das hier? Gab's nur noch. Ach, hier war er doch. Ja, siehst du, da irgendwo war doch hier so ein. Oh. Hallo! Wie auch immer das getroffen hat. Steffen, Kaffee-Vollautomat? Achso. Das habe ich schon. Hä? Das habe ich noch gegen geöffnet. Irgendeine Bücherwand ging damit runter, aber welche? Ein Kaffee-Vollautomat. Die sind ja total schädlich für die Umwelt, ne? Und wieso war das die Story, dass die eigentlich gar nicht so gut sind, die Kaffee-Vollautomaten? So für alles in generell. Normale Kaffeemaschine? Ich habe tatsächlich übrigens auch eine Kaffeemaschine, die benutze ich bloß nie. Ich habe irgendwie selten den Drang, der. Ach, guck mal, da hinten, da ist noch eine Echse! Wie komme ich da hin? Aber genau, da hinten ist nämlich die Shortcut-Leiter, die ich eigentlich freischalten wollte. Oder? Sind wir hier verdächtig nach der Stelle? Genau, ist doch hier die. Da ist sie doch, die Shortcut-Leiter! So, wie komme ich jetzt an diese komische Vogel-Echse da hinten ran? Freunde? Gelandet. Hm. Mäh. Die hätte ich ja gerne noch, die Echse. Ich einfach runterjumpen, ist ja auch scheiße. Etage höher. Ich würde natürlich erstmal meine 83.000 Seelen umsetzen. Ach, Quatsch. Völliger Unsinn. 83.000 Seelen. Ich bin noch ein Atompacken. Das ist alt wie die Zeit. Oha. Ich habe meine Kaffeemaschine tatsächlich mal irgendwie einen Anfall Geist hier um Nachtung gekauft. Die war auch böse billig. Glaube ich nicht mal 20 Euro gekostet, sondern weniger. Was hier noch? Achso, jetzt sind wir wieder hier. Hm. Habe ich schon mal wieder, dass ich mich in dieser Bibliothek einfach nicht zurechtfinde? Verlaufen wir. Are you going to play in this Labs new DLC when it comes outburn? Yes, I do. But probably in German. I have to convince my two friends I usually play Stellaris with to play with me. Thing is about Stellaris, it always takes so much time to play the game. Like, it's a real time commitment.
I mean, it makes no sense to play just for 2 or 3 hours, so you have to play for an extended period of time. And that's actually not that easy to find time for that. But yes, we want to play that DLC. Or we want to play another Stellaris round, one way or another. I mean, doesn't appear like it, but we really enjoy Stellaris. Okay, I'm losing all the time because I have no tactics and everything, and I probably neglected to read up stuff. But I think I still enjoy Stellaris. It's just because there's still story in it, and there's a sense of exploration. I mean, my friends really enjoy the politics stuff, but I enjoy the exploration. I still haven't played the signal quest. But I now know how to trigger it, so I will do that the next time, definitely. Was ist hier der? Ne, das war der Fahrstuhl nach. Doch. Yeah, they will change a lot of stuff in the next patch that I'm really looking forward to. So, okay. I'll hope for that. Ach ja. Hallo! Der Grauzug ist heute vor dem Boss, den ich nur umhauen muss. Wir werden alle doof. Bis auf den Drache. Wie den Drachen werde ich wahrscheinlich eh nicht schaffen, aber. Die anderen! Ja, sie haben. That's the beauty with Paradox. They are really revamping stuff, and reimagining it. It's really awesome. So. Dach, Voldemort. Very well, then take. Take the dust and the darkness inside me. So, hat eine Kondition. Farewell, Ashen One. Ja, mach's gut. Packaging from start to end always look different. Yeah, a lot. I still have some old videos running around. I was doing a 10-hour stream or something when Stellaris released. And it's totally different from modern Stellaris. It's awesome. And there's not a lot of stuff where I would say, yeah, well, that changed to the worse. No, most of the stuff's actually changed to the better. Things they can proudly see themselves with in line with CD Projekt Red. They actually do games where there's heartblood in it. And that is a word one has to use in such situations. Yes, their games have a soul. I'm actually following that one designer guy, or what is his name? Awa! 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 Unward on Twitter, and he's daily posting about stuff he just introduced or is teasing new stuff. Awesome. Naja, Steff, die prinzipiell verkaufen die ja nochmal das Spiel ja nicht quasi nochmal mit den DLCs, weil das sind ja echt. So. Jetzt kam schon das Dach? Nee. Doch, jetzt war schon das Dach? Echt? Okay. Das Dach kam später. Naja, gut. Dann geht's jetzt aufs Dach. So, you use generous patches out? Yeah, I know. I actually wanted to record a video about the new health packs. But it grinds so slowly. I played like, I think I played 5 or 6 games. And I still haven't unlocked the big health pack. What?
ich schon mal erwähnt, dass ich die Dark Souls gar nicht so viel mehr mochte? Die waren irgendwie dynamischer. Dark Souls 3 Gargoyles sind ziemlich langweilig, wenn sie nicht gerade zu zweit kommen. Ist der hier nicht übersehen? Nee. Ich höre da hier was. Nachtigallikörli Trapsen. Hm? Da oben so eine coole Vogelechse, ich bin mir sicher. Perks ist ein issue with pricing, but a lot of the DLCs to add a lot of content. Weil ich für beide DLCs on a one by one, it's not that expensive. It's like a monthly subscription. More or less. Aber der hat einen anderen Shop, oder? Nice to get for Wise and Signal for free. Yeah, and still haven't played the content of the DLC, that's a worth thing. Aua! Yeah, I never knew how to trigger the Horizon Signal thingy. And now I know, so I will definitely do it in our next playthrough. Mal abkürzen, einfach rausspringen, weil war das nicht falsch? Genau, hier waren wir noch. Aua! Aua! Well, Leviathans has also some annoying stuff, like the stupid beer mod that is flying through system is actually night impossible to beat. At least, I wasn't able yet. It's pretty mobile and it just wrecks your systems. It's a bit annoying, actually. Ach ja. A lot. Meinst du das Tierhorn? Das a lot? Die Typen ja nicht für ein Schwert bei, das hätte ich auch gerne. Das sieht cool aus. Ach, hier war der Shortcut. Der andere. Ach ja. Gut, dass ich mich auch so gut daran erinnern kann. Also es ist eigentlich ganz gut, dass ich das Spiel jetzt nochmal durchspiele. Dann kann ich mich, wenn ich den Magier anmache, dann kann ich wenigstens halbwegs speedrunnen, weil ich weiß, wo ich hin muss. Kristallner Edelstein? Okay, von mir aus. Was machen Kristallwaffen eigentlich gleich nochmal? Die skalieren nicht, ne? Aber gehen dafür kaputt. Oder wie so ein Spaß.
So, und jetzt wird irgendwie hart mit 6 Estus. Kann ich vielleicht einen einzeln pullen? Hier kommt Ferris. Ich glaube, die kommen so oder so alle, oder? Hüt! Nee, er kommt alleine. Nee, doch nicht. Doch. Er kommt halt eben nicht alleine. So ähnlich. Die Schwarzhand Gotthard. Fällt übrigens jetzt auf, dass es eine Frau ist. Haha! Da legst du nieder! Voll Wappenschild? Kenn ich das? Wappenschild, Geistbaumschild, Goldschild. Ein Schild der blauen Ritter, den eigentlich. Dieses Schild. Ach, das war das Zauber-Perry-Schild. Okay, ich erinnere mich wieder. Stab des Kristallweisen? Naja. Gut. Was mir gerade so auffällt. Die Statue steht ja anscheinend einer der Prinzen von Lothric da, oder zumindest einer der Könige von Lothric, der ehemaligen ein Feuer entzündet haben. Die Statuen, die entzündet sind, sehen ja auch so aus. Das ist mir noch nie zuvor aufgefallen, dass der einfach so doof rumliegt. Oh Mann. Denn mal so auffällt, wenn man erst später guckt. So, Prinzens. Obwohl, erstmal Shortcut, aber trotzdem. Kann ja was werden hier. Oh Mann. Ich habe gerade das Rätsel gelesen. Was läuft da morgen mit 4 Beinen, am Tag mit 2 Beinen und am Abend mit 3 Beinen? Vielleicht kein Rätsel. Aber schon wieder so viel Seelen. Ach. Eigentlich sind 72.000 Seelen nicht mal mehr viel. Welcome home, speak very well. Feuer? Then touch Feuer. The die Antwort ist 100%ig Feuer, ich bin mir fast sicher. So, 13.000 Seelen brauchen wir noch. Ich könnte ja mal eine starke Level, ne? Farewell, Ashen One. Feuer. That is, wasn't it? Was? Süß. Was ich nicht mehr als für Crap-Waffen bei hab. So, ich könnte eigentlich mal das Schwert des Schwarzen Ritter aufbauen. Ach, 7! Das wird aber. Doch, das kriegt immer ein C-Scaling, das ist aber auch nicht so viel besser. Naja. Das Ding könnte ich auch noch weiter aufbauen. Ach nee, da warte ich lieber, bis ich nur einen Punkt die gefunden habe, kann ich das Ding aufbossen. Ich noch eine andere coole Waffe, die ich eventuell mal durchprüfen möchte. Bandengroßschwert. Großaxt. Großer, was hat denn hier? Gibt es hier keinen Gegenstand, der irgendwie vernünftig ist? Das ist eine Riesenkeule. Großkeule? Was ist denn das zwischen einer großen und einer Riesenkeule? Ach verdammt, ich hätte mal lieber Smaugs. Nein! Den hätte ich mal lieber nehmen sollen. Ah ne, brauche Funkel nicht, das habe ich eh nicht. Pretty Beacon. Pretty be careful. Hab ich eigentlich mit mal wieder Asche gefunden? Aha. Ne, hab ich nicht. Aber hat sie noch was im Angebot, was ich kaufen möchte?
könnte die verschiedenen Harze mal wieder kaufen. Das Kartusrot war tatsächlich in den Einkampf ganz praktisch. Das war besser. So. Ob hier noch jemand rum mit mir reden möchte? Nö, blöd. Alter, aussehen. Hervorragend, kann weitergehen. Das Wifi von Haus Hufflepuff heißt Puff Puff mit dem Passwort Pass. Cool, ich hab noch Knochensplitter übrig. Was? Wo hab ich die denn alle her? Okay. Naja, hatte ich halt noch Knochensplitter. Hab mir die Kämpfe viel schwerer gemacht, als es sein muss. Das müsste das langweiligste Känguru ever sein, sagen, dass das WLAN-Passwort leider immer 8 Zeichen brauchen. Das heißt, Passwort wäre möglich. Aber Path nicht. Verdammt, wo lagen denn noch die ganzen dummen Scherben? Ich hab. Mir fehlt nur noch ein einziges Knochen. Noch ein einziges Knochensplitter, aber ich habe noch keine. Ich habe schon eine Ewigkeit keine Scherben mehr gefunden. Kann ich denn alle diese dusseligen Scherben? Puff. Ich fand ja schon immer Ravenclaw gut. Ach, Quatsch. Rabenklaue. Gryffindor. Tö. Sieg durch Freundschaft. Genau! Das ist ja selbst Slytherin. Sympathischer. Füßerei. Sieg durch Freundschaft. Ja, gemeinsam schaffen wir das. Die Kraft der Freundschaft. Genau. Ach ja, so. Jetzt muss ich drei gegen die komischen drei Dingensritter kämpfen. Das wird richtig witzig. Obwohl, eigentlich kann ich die einzelnen rausnehmen. Die waren mit Pyro so lächerlich einfach. Eigentlich muss ich nicht gegen die kämpfen. Muss ich gegen die kämpfen? Aua. Oh fuck. Alter! Ach, schön, dass sie das so. Aua! Aber hier sind nur zwei, ne? Ach, da ist der dritte. Mensch, hallo, grüß dich! Wuhu! Oh, ich wollte mich gerade fragen, ob die hier die Treppe hochkommen. Wie lang würden wir. Ist das eine Sackgasse? Nee. Ich finde es wirklich sehr nice, dass sie mich durch Wände hauen. In einer anderen Richtung sind noch mehr von diesen lustigen. Oh. Verflucht! Ah. Verdammte fliegende Ritter! Wird er nicht was ausprobieren, warte mal. Ich hab doch hier irgendwo. Genau, hier habe ich doch hier meine. Meine Riesenkeule. Wie viel Schaden macht die eigentlich? Die macht relativ viel Schaden. Im Prinzip macht die weniger Schaden als mein Großschwert, ne? Weil die macht halt. Ne, macht genauso viel Schaden wie mein Großschwert. Exakt genauso viel. Das ist ja dämlich.
Und wie wird dir nur einer folgen? Na, immerhin. Aber halt auf freiem Feld wäre es halt einfacher gewesen, einen umzunieden. Ich glaube, es bringt überhaupt nichts, die Ritter umzuhauen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es total sinnlos, weil die sowieso respawnen. Weil die eh respawnen. Also das ist... Es bringt nichts, man kann jetzt genauso gut durchrennen. Ach ja. Da stehen sie da oben. Ist klar, ich könnte mal die von hier aus pullen. Also einen, meine ich. Hier kommt Ferris. Also, der Ferris-Bogen. Gar nicht genug Reichweite. Obwohl, Moment mal. Nein, ich hab nicht genug oder kann ich den. Nicht mal beidhändig kann ich den tragen? Geht! Macht dir nur kein Damage. Das war gerade der beidhändige Schlag mit der Riesenkeule? Ganz ehrlich sagen, so richtig begeistert tut mich die. Ich weiß nicht, die Riesenkeule hat irgendwie ein ziemlich mistiges Moveset, muss ich sagen. Also das ist. Ich weiß nicht, das ist. Die verstärkte Keule, die hat immer einen Blutungseffekt. Also sie hat zwar ein B-Scaling mit der Schickigkeit, aber. Ich weiß nicht, wie Smaugs Hammer. Außer dass es halt mega lächerlich aussieht. Der schwingt auch so komisch. Warum soll ich denn mit einem Hammer schwingen wollen? Na klar, ich kann hier so eine Zweihandattacke machen, aber... Nee, das kann man auch machen, aber das sieht halt... Ich weiß nicht. Nee. Na, ansonsten... Großschwertes Scharfrätsel, das find's gut. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, das Großschwert des Scharfrichters, das fällt mir gerade so auf. Weil das hat ja von Natur aus schon C-Scaling. Und hat ein Moveset wie ein Großschwert, weil es ist ja auch ein Großschwert offiziell. So, warte mal jetzt hier, Schwert der schwarzen Ritter. Das sieht immer noch offiziell als Großschwert, oder? Na, ich weiß ja nicht, Das macht halt vor allen Dingen... Na gut, klar, das ist ein... Wo es macht es jetzt schon mehr Schaden? Das ist das andere Dings? Wo ist denn das hier? Es skaliert halt besser, weil es ein C-Scaling hat, aber ansonsten. Es ist besser als das andere Ding. Naja. Vielleicht finde ich ja noch einen Vogeltitanid. So. Hat der gerade eine Rolle nach vorne gemacht? Wirklich? Der Typ mit dem Äxten ist zum Glück der nicht ganz so nervig ist. Na gut, so viel dazu. Wie gab's denn jetzt hier oben auf diesen dummen... Ich glaube irgendein dummen Ring des Klerikers sowieso ein bisschen gab's hier oben. Wenn ich mich recht entsinne. Oh, Moment. Jägerring, so war's. Da vorne war noch was. Der total sinnbefreite Jägerring, der irgendwie nur 5 plus Geschicklichkeit bringt, sonst macht er gar nichts. Den haben wir hier gefunden. Ein großartiges Gerät. Oh Mann. Da auf erstmal eine Weintraube.
So wie zum Thema, wo sind die ganzen Essensscherben? Hier ist einer. Und dann können wir jetzt auf den... Warum sieht mein Schild eigentlich so dreckig aus? Das sah doch auch schon mal besser aus, oder? Das Grasschild. Können wir versuchen, den letzten Burschen auch noch umzuhauen und dabei zu sterben? Kann nicht so schwierig sein, oder? Oh, der hat jetzt hier eine Nietscholle bei. Nice. Perfekt, dann habe ich direkt gleich zwei. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Judy. Das ist natürlich eigentlich sehr günstig. Was ist hier noch? Nietscholle? Achso, klar, von den ersten Typen, die ich gehauen habe. Der Typ hatte auch eine Scholle bei. So war das also. Doch nicht komplett sinnlos. So, dann noch die andere Scholle holen. Finden wir vielleicht hier irgendwo noch einen Vogel zu den Niedfreunde? Irgendwo vielleicht? Ich glaube, vor dem Prinzen finden wir keine mehr. Eigentlich sehr schade. So. Ja, die sind ja lauter Niederritter, aber die stammen jetzt nicht so doll. Was ist alle übel viel Krach machen, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Tschüss! Krach machen die Liederritter, so in Irland. Nein! Jetzt bin ich wieder gegen diesen dusseligen.